Hier präsentieren wir 5 beste Ständerbohrmaschinentests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Einhellsäulenbohrmaschine BTBD 401. Das Einhell-Modell ist ein äußerst budgetfreundlicher Säulenbohrer, der sowohl für Anfänger als auch für einfache Arbeiten entwickelt wurde. Die Leistung von 350 Watt bei einer maximalen Bohrgröße von 13 mm bei einer Bohrtiefe von 50 mm reicht für die Zusammenarbeit mit Holz und auch Kunststoff aus, und die Verarbeitung ist hinsichtlich der Kosten ziemlich beeindruckend. Das Modell ist ebenfalls ermutigend im Hinblick auf einen reibungslosen Betrieb. Natürlich gibt es auch einen tiefen Stopp und gängige Funktionen wie Höhen- und Winkeleinstellung des Bohrtisches sowie Geschwindigkeitsregelung in 5 Phasen 580 bis 2650 Minuten 1 stehen zusätzlich zur Verfügung. Der ungünstige Einfluss war, dass die Spindel in allen Anweisungen ein beachtliches Spiel von bis zu 2 mm aufweist, was bedeutet, dass eine extrem genaue Arbeit nicht möglich ist. Die Resonanz ist auch ziemlich fest. Nummer 4. Rodenbach 500 WB 16 Max. Der Rodenbach Tischbohrer ist eine Einstiegsversion mit einer Leistung von 500 Watt und einer Spindeldrehzahl zwischen 420 und 2640 Umdrehungen. Mit dem Bohrfutter B16 können Sie bis zu einer Bohrtiefe von 5 cm entwickeln, und der Doppelriemenantrieb verwendet 9 verschiedene Zahnradverhältnisse. Der Hersteller hat ein Gesamtgewicht von rund 26 kg, ist solide gefertigt und läuft auch recht leise. Der Bohrtisch kann um 45 geneigt werden und das Werkzeug schaltet sich sofort aus, wenn die Sicherheitsabdeckung für die Gurte geöffnet wird, wodurch die Verletzungsgefahr bei Änderung des Zahnradanteils minimiert wird. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Scheppach Tischbohrmaschine DP16 SL. Mit dem DPL 16 SL liefert Scheppach ein solides Mittelklasse-Design, das mit einem Laser ausgestattet ist und einen Motor hat, der mit 550 Watt ziemlich leistungsstark ist. Dank der robusten Schauspieler-Eisenbau und Konstruktion ist die Zähigkeit insgesamt sehr gut und das wesentliche Gewicht für eine friedliche und auch ordentliche Arbeit ist leicht verfügbar. Das Gerät wiegt insgesamt rund 23 kg, misst 35 x 48 x 73 cm und kann Bohrer mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm aufnehmen. Die Geschwindigkeit kann in 5 Schritten von 510 bis 2430 Minuten minus 1 gewählt werden, und Holz, Kunststoff und Metallmaterialien können gut verarbeitet werden, da das Gerät eine ausreichende Leistung und einen reibungslosen Betrieb bietet. Die Verarbeitung einzelner Elemente ist nicht optimal. Das Laserkreuz ist nicht genau ausgerichtet und die Maschine ist auch ziemlich laut. Nummer 2. Wotstar TD13 T250 Watt Ständerbohrmaschine. Die Wotstar-Version bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, da das Gerät neben den geringen Kosten auch durch gute Verarbeitung und einfache Bedienung beeindruckt. Der Hersteller bestimmt insgesamt 46 bei 36 bei 22,5 cm und hat ein Gewicht von rund 15 kg. Es ist daher eine gute Idee, die Maschine ständig fest auf dem Boden zu halten, damit kein Umkippen möglich ist. Das Bohrfutter kann Bohrer mit einer Größe von ungefähr 13 mm zulassen, und die Leerlaufdrehzahl liegt ebenfalls bei 500 bis 2500 Minuten minus 1 und kann in 5 Stufen variiert werden.
Die Motorleistung von 350 Watt reicht nicht aus, um dickere Metallarbeitsflächen zu bearbeiten, aber Holz und Kunststoffe können ebenso gut bearbeitet werden. Und die Nummer 1 unserer Liste: Bosch Tischbohrmaschine PBD40. Das Bosch-Modell gewann die Prüfung und war aus diesem Grund auch der beste Säulenbohrer. Trotz der relativ hohen Kosten überzeugte es mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sowie einer hervorragenden Verarbeitung und Verwendung. Der Tischbohrer arbeitet sehr spezifisch und ermöglicht sowohl präzises Bohren als auch Fräsen, was darauf hindeutet, dass er ebenfalls auf dem professionellen Markt eingesetzt werden kann. Dank des eingebauten Lasers sowie des LED-Lichts sind die Arbeitsflächen gut beleuchtet und auch die Arbeit kann präzise ausgeführt werden, da der Laser auf der Arbeitsfläche ständig anzeigt, wo der Bohrer sicher auf die Arbeitsfläche trifft. Im Gegensatz zu billigeren Versionen mit Lasern können Sie sich auf das Laserlager des Bosch-Designs verlassen, auch wenn die Linien relativ dick sind, was es schwierig macht, den genauen Millimeter zu bestimmen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.